Ja, herzlich willkommen zu Bushcraft am Limit. Und zwar, wir widmen uns heute Nahrungsmitteln, die euch wirklich irgendwann mal das Leben retten können und die vielleicht nicht wusstet, dass man diese essen kann, wenn es mal wirklich hart auf hart kommt. Und da möchte ich euch gerne was zu zeigen. Teil 1 könnt ihr sehen auf meinem YouTube-Kanal Rohvegan am Limit. Dort findet ihr Teil 1, kann ich auch gerne mal verlinken. Aber wir widmen uns heute jetzt den Wildkräutern bzw. den Baumarten, den Pflanzen, den Wurzeln, die ihr vielleicht noch nicht kanntet. Und wir starten mit der ersten bzw. der dritten, wenn ihr das Teil 1 Video schon gesehen habt. Kommen wir hier zum nächsten Vertreter, und zwar, das sind Kätzchen der Hasel. Ja. Daraus entstehen später neue Bäume, in Anführungsstrichen. Ja. Und zwar, da ist die ganze Information beinhaltet für dafür. Und deshalb widmet die Pflanze natürlich sehr, sehr viel Speicherstoffe, ja, jenen. Und diese enthalten natürlich auch sehr viel Fett und Kohlenhydrate, alles, was die Pflanze eben zum Speichern benötigt. Ja, für uns ja auch Kohlenhydrate, das heißt Stärke bei den Pflanzen, Glykogen bei uns Menschen, ja. Und Fette natürlich auch hier enthalten, damit die Pflanze alles hat als Lunchpaket, sage ich es mal, um groß zu werden. Und das kann man sich natürlich zunutze machen, ja, weil die Hasel hat später wunderbar sehr nahrhafte Früchte, ja, die Haselnüsse. Und die sind natürlich hier auch in kleinsten Konzentrationen, so kann man es schon sagen, auch enthalten. Und das kann man eben auch schon konsumieren. Und wenn man diese letztendlich dann bricht, ja, dann sehen wir, dass sie wunderbar grün von innen sind, ja, und sehr frisch, ja, und zu einem richtigen Gemüse werden. So, und wenn man diese sich jetzt einverleibt, ja, dann ist es so, dass sie schon sehr, sehr mehlig schmecken und sehr kalorienreich schmecken, ja. Man merkt es richtig, etwas fester zu kauen. Man hat eine sehr mehlige Konsistenz, so ein bisschen nach Quinoa und Buchweizen, würde ich sagen. Könnt ihr gerne einfach mal ausprobieren, die Vorstufe der Haselnuss. Die gesündere Haselnuss, die grün ist. Und grün ist immer das Beste, was man sich zuführen kann. Man sollte die im Video gezeigten Haselkätzchen nur bei Bedarf pflücken, da aus den Kätzchen ja später die Nüsse werden. Die Nüsse an sich sind sehr nahrhaft, enthalten zum Beispiel ungesättigte Fettsäuren, Vitamin A, B, Magnesium, Phosphor, Kalium, Eisen und Calcium. Hasel wirkt hierbei zum Beispiel blutstillend, fiebersenkend oder auch gefäßverengend. Kommen wir zum nächsten Vertreter. Den kennt ihr sicherlich alle. Ja? So sieht er aus. Wunderbar. Das haben wir uns alle früher auf die Nase geklebt. Ja, der Ahorn. Und dieser trägt natürlich ebenfalls, Moment, Früchte. Ja? Man sieht hier diese Auskerbungen hier. Da muss man sich doch fragen, was ist da drin? Ja? Und da ist eben was drin, was wir essen können. Der Samen. So sieht das Ganze aus. Ja? Und das muss man einfach, tut mir leid, etwas Mehl noch im Hals von dieser Hasel, zwischen den Zähnen. Zerbeizen. Boah. So sehen diese dann jetzt aus. Und das kann man ganz einfach zwischen den Zähnen öffnen. Ja. Und dann sieht man von innen, das ist jetzt schon ein älteres Exemplar, ein Embryo. Ja. Und das beinhaltet wieder sehr viel Nährstoffe, alle, die wir haben wollen. Ja. Das ist nicht so einfach zu öffnen, an der Technik muss ich noch arbeiten. Aber man sieht schon, ah, da haben wir ihn, ha, da haben wir ihn, da ist er. Das ist der Embryo und das können wir essen, ja? Hm. Es schmeckt so ein bisschen, Moment, es schmeckt so ein bisschen, Autofokus, wie, wie Kastanie, würde ich sagen. Ein bisschen nach Esskastanie, genau. Probiert sehr, sehr gerne aus. Da kann man sie, hat man viel verlangt. Da hat man auf jeden Fall was zu tun, wenn man da so ein bisschen was essen kann. Wenn du die richtige Technik gefunden hast, sag es mir sehr, sehr gerne in den Kommentaren. Es ist noch ein bisschen schwierig für mich, diese immer zu öffnen. Da brauche ich schon so eine 30 Sekunden. Da gibt es bestimmt einen schnelleren Trick. Kommen wir zur letzten Pflanze. Dann haben wir noch die Ahornsamen.
Enthalten sind hierbei zum Beispiel Saponine, Gerbstoffe, Mineralstoffe oder auch Eiweiß. Helfen tun sie gegen Fieber, Geschwüre, Prellungen und so weiter. So, schaut mal. Ich finde übrigens, dass die Kamera ausgezeichnete Bilder macht. Wenn ihr es auch so findet, schreibt mir sehr gerne in die Kommentare. Und zwar, was ist das hier? Ja, woher kennt ihr das? Diese gefiederten Blätter, die auch übrigens aussehen wie ein Hahnfuß, ja, auch etwas heller von unten sind, aber nicht so silber wie der Beilfuß. Ja. Wenn man diese abreißt und zwischen den Händen einmal zerreibt und daran riecht, dann fällt einem sofort auf, das ist die Möhre, das ist die wilde Möhre, Lautus carota. Ja, sie hat in der Mitte ein Scheininsekt in der Blütenphase. Hier sehen wir die Blätter und die können natürlich auch verzehrt werden. Doch ich möchte hier ganz deutlich darauf hinweisen, dass sie zu den Doldenblütern gehören, den Apiaceern. Und diese haben sehr giftige Vertreter, zum Beispiel die Hundspetersilie und noch die viel giftigere, der viel giftigere Schierling. Es gibt einen Wasserschierling und den normalen Schierling, aber der Wasserschierling wächst auch wirklich nur am Wasser. Und das kann man halt einfach daran erkennen. Ja? Also an den Blättern könnte es Experte erkennen. Ja? Das ist aber sehr, sehr schwierig zu erklären. Aber an dem Geruch, ja, der Schierling riecht nach Mäuseurin. Trotzdem würde ich immer, immer auf die Blüte warten, denn den Schierling erkennt man an seinem Stängel, ja, mit roten Flecken hat er, ja. So, die Möhre kann man natürlich auch wunderbar verzehren, wenn man hundertprozentig weiß, dass sie es ist. Ihr kennt alle Sokrates, ja, das war die Todesstrafe, der Schierlingsbecher musste getrunken werden und dann ist man innerhalb von ein paar Minuten daran, ja, verreckt früher, ja. Das wusste man schon früher, das ist eine der giftigsten Pflanzen, das ist die zweitgiftigste Pflanze überhaupt, wahrscheinlich sogar der Welt. Ja. Die giftigste ist ja mit der blaue Eisenhut. Ja. So, und diese Möhre kann man eben in den Blättern essen und die Knolle essen. Und die ist jetzt leider noch zu jung hier. Die waren etwas verwirrt, sag ich mal, weil wir so lange warm hatten, haben die jetzt gedacht, die schaffen es noch, aber sie werden es leider dieses Jahr nicht mehr schaffen. Wenn ich sie demnächst nochmal finde, dann zeige ich sie euch. Hier ist nochmal etwas junge Möhre. Die wilde Möhre ist die ursprüngliche, natürliche Form der Möhre, welche nicht hochgezüchtet wurde. Inhaltsstoffe sind zum Beispiel ätherische Öle, Flavonoide, Lycopin, Pektin, Mineralstoffe oder auch Vitamin B1, B2 und C. Hierbei besteht allerdings eine große Verwechslungsgefahr. Diesem Problem lässt sich aber vorbeugen, indem man zum Beispiel die Blätter zwischen den Fingern reibt, was zu einem starken Möhrengeruch führt. Die Wirkung der wilden Möhre? Sie hilft zum Beispiel gegen Magenbeschwerden oder auch Gallensteinen. Das war's wieder von mir. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr konntet wieder etwas lernen. Nächstes Mal möchte ich natürlich wieder etwas... Hallo Bagger. Jo, grüß dich. Jo. Grüß die Familie. Und dass ihr etwas lernen könnt nächstes Mal von mir. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und dass ihr wieder einschaltet. Ich werde nächstes Mal wieder etwas für euch vorbereiten. Sachen, die ihr vielleicht auch nicht kanntet, ja. Rund ums Thema Survival und so weiter, um Wildkräuter und so weiter, welche Pflanzen, vielleicht welche Vögel, Bäume und so weiter, findet ihr alles auf diesem Kanal finden. Deshalb sehr, sehr gerne abonnieren und dabei die Glocke drücken, damit ihr wirklich informiert werdet, wann ein neues Video kommt, wo ihr wieder was lernen könnt. Sehr gerne einen Daumen nach oben, einen Kommentar, ist mir sehr, sehr wichtig am Anfang des Kanals natürlich, dass er sehr schnell wächst und nach oben kommt und viele Menschen davon partizipieren können von meiner Hingabe. Ich bedanke mich so fürs Zusehen, dass du eingeschaltet hast, geht auch. Bis zum nächsten Mal.